Wir kommen vom Kreisjugendring und machen eine Umfrage. Gestern war ja der offizielle Tag des Ehrenamts. Kannst du mir vielleicht erklären, was ein Ehrenamt ist? Ehrenamt, irgendwas Gutes? Dass man in der Stadt zum Beispiel der Bürgermeister hat ein Ehrenamt? Das ist, glaube ich, wenn man Präsident oder so ist. Wenn man was freiwillig macht, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt an einem Stand helfen. Ehrenamt ist zum Beispiel, wenn man jetzt freiwillig im Altersheim oder so hilft. Alte Leute, die eigentlich schon zum Sterben verurteilt sind, wenn man denen noch hilft, die letzten Tage, Monate noch schön zu machen. Vielleicht wird auch dadurch dann auch selber das Ansehen vielleicht gesteigert und damit deine Ehre ein bisschen erhöht, auch durch das, dass du für andere Leute was machst und das nicht nur für dich gut ist. Das machen vielleicht keine normalen Menschen, sondern Leute wie Angela Merkel. Mitmachen Ehrensache oder sowas. Da arbeitet man und dann spendet man das Geld für arme Leute. Behinderten Leuten helfen, Altenpflege. Leute pflegen oder Zeitung teilen und sowas. Mit dem Wort Ehrenamt steckt das Wort Ehre, weil man was freiwillig macht und kein Geld dafür verlangt. Irgendwas mit der Ehre. Irgendwas mit Vertrauen oder so? Ehrenamt? Ehrenamt?